Hallo ihr Lieben, in diesem Video befasse ich mich mit einem sehr traurigen Thema, nämlich mit dem Faschismus. Und zwar möchte ich gern mal der Frage nachgehen, was ist denn eigentlich Faschismus? Was macht Faschismus im Kern aus? Das ist keine Antwort, die ich gebe, die irgendwelchen Anspruch auf historische Korrektheit hat. Ich meine, immerhin bin ich gelernter Philosoph. Die abstrahieren immer gerne von irgendwelchen konkreten historischen Gegebenheiten und versuchen, TSD-Fragen zu stellen. Also was ist eigentlich, keine Ahnung, die Welt, der Mensch, irgendwas? Sowas kann man auch beim Faschismus machen und kann fragen, was ist denn eigentlich Faschismus im Kern? Und das Besondere an meiner Antwort, die ich gleich geben werde, ist, dass ihr auch Faschisten zustimmen können werden. Also ich gehe davon aus, dass das, was ich gleich sagen würde, bei Faschisten tatsächlich Zustimmung findet. Das macht die Sache natürlich nicht besser, aber zeigt, dass man die Sache tatsächlich neutral und sachlich beschreiben kann und trotzdem darauf hinweisen kann, was das Problem damit ist und warum das auch schlichtweg einfach nicht funktioniert. Neben dem, dass es menschenverachtend ist, funktioniert es auch einfach nicht. Nun kommen wir zum Punkt. Was ist Faschismus? Faschismus ist im Kern eine Blutlogik. Der Kernsatz des Faschismus ist, dass manche Menschen wertvoller sind als andere, und zwar von der Herkunft her. Das ist eigentlich die ursprüngliche aristokratische Logik. Also Aristokraten haben die gleiche Logik am Start. Wir reden nicht von ungefähr vom blauen Blut, und Abkunft und Herkunft ist wahnsinnig wichtig in aristokratischen Ordnungen, weil man davon ausgeht, es gäbe eben edlere Menschen und unedlere Menschen und das würde sich vererben. Faschismus ist das, was unter modernen Bedingungen zustande kommt, wenn diese Blutlogik, diese Erblogik auf ganze, wie soll man sagen, Regionen angewandt wird, um eine staatliche Einheit herzustellen. Das ist genau das, was es ist. Es gibt natürlich auch immer noch aristokratische Züge, auch in heutigen Gesellschaften. Da ist das immer aber auf eine kleine Gruppe bezogen und nicht auf eine ganze Bevölkerung einer ganzen Region, die dann auf Herkunft geprüft wird, wobei immer noch weiterhin natürlich davon ausgegangen wird, manche Menschen seien wertvoller als andere, nämlich qua Herkunft, also laut Blutlogik. Das zeigt sich vor allem auch immer in Kriegen. Also, wann immer Faschisten Krieg führen, folgen sie automatisch folgender Logik. Sobald einer von uns getötet wird, müssen x-mal so viele von den anderen getötet werden. Und das muss sozusagen die performative Art, wie Faschisten sich selber ihre wertvoller sein, dass sie wertvolleres Leben seien als andere, sich selbst nochmal bestätigen. Also würde man sagen, wir töten genauso viele andere, wie von uns getötet wurden, dann würde man ja bestätigen, dass Leben gleich viel wert ist. Und genau das, diesen Gedanken können Faschisten nicht zulassen. Und deswegen machen sie eben auch genau das Gegenteil im Krieg. Das kann man zum Beispiel sehen am Verhalten der deutschen Wehrmacht und der deutschen SS im Zweiten Weltkrieg. Ne? Also wann immer dann ein, zwei von irgendwelchen Widerständlern oder wie auch immer nennen soll, Kämpfern umgebracht wurden von den Deutschen, mussten x-mal so viele andere dran glauben, meistens dann auch aus der Zivilbevölkerung. Das ist also nur die Selbstbestätigung des Grundsatzes des Faschismus, dass eben das Leben mancher Menschen wertvoller sei als das von anderen. Was ist jetzt, wie soll man sagen, die Antwort darauf? Also eigentlich, wenn man das einmal begriffen hat, ist ganz klar, was die Antwort darauf ist. Die Antwort darauf ist, alle Menschen sind gleich viel wert. Und staatliche Ordnungen, die diese Gleichwertigkeit, Gleichwürdigkeit tatsächlich institutionell würdigen, indem sie tatsächlich alle Menschen gleich politisch einflussreich machen und ihnen dadurch performativ zeigen, dass alle Menschen gleich wertvoll sind und zugleich eben von diesem Kampfschema, das der Faschismus so sehr liebt, auf ein wir setzen uns zusammen und machen konsensuelle Politikschema umstellen. Das ist eigentlich das eigentliche Gegengift gegen den Faschismus, gegen die faschistischen Tendenzen in der Moderne. Das heißt, wenn ihr wirklich gegen Faschismus seid, müsst ihr in Demokratie machen. Und zwar nicht gesinnungsmäßig, sondern institutionell. Gesellschaften, die Faschismus aktiv verhindern wollen, brauchen eine echte Demokratie, eine Demokratie, die allen Bürgern tatsächlich gleichen Einfluss auf die Politik gibt. Und das geht halt nur mit dem demokratischen Losverfahren. Deswegen ist das demokratische Losverfahren sozusagen das Gegenmittel gegen den Faschismus schlechthin, weil er performativ und institutionalisiert, verfassungsmäßig dem Faschismus das Wasser abgräbt, weil er allen Menschen das Gefühl gibt, wir haben hier gleich viel Einfluss, weil er allen Menschen das Gefühl gibt, wir sind hier gleichwertig, gleich wertvoll in unserem Staat. Und das bedeutet,
dass eben dieses, manche Menschen sind mehr wert als andere Dinge, was der Grundzug des Faschismus ist, das Wasser abgegraben wird. Also wenn du eine Gesellschaft hast, die über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg das demokratische Losverfahren fest institutionalisiert hat und praktiziert, hast du eine Gesellschaft, die nicht mehr sonderlich zum Faschismus neigt. Zumindest nicht unter den Menschen, die dort einbezogen sind. Und das bedeutet, natürlich kann das passieren, was im demokratischen Athen passiert ist. Die hatten das Losverfahren und haben es eben genau in der Form angewandt, großflächig, verfassungsmäßig, über Jahrzehnte hinweg. Nur hat man es da dort eben nur bezogen auf eine sehr kleine Menschengruppe. Also intern waren die dann alle gleichrangig, diese berühmten Freien und Gleichen. Aber nach außen, zu allen anderen, die nicht ins Politische einbezogen waren, haben sie sich ebenfalls tyrannisch, wenn nicht sogar faschistisch geriert. Also wir haben eine ganz merkwürdige Sache, wenn wir also mit diesem Begriff, mit diesem Faschismusbegriff aufs antike Athen schauen, dann sehen wir nämlich eine Gesellschaft, die durchaus teilweise faschistische Tendenzen hat, zumindest aus meiner Sicht, ich würde das sagen, und gleichzeitig tatsächlich eine voll entwickelte Demokratie war. Aber voll eben nur in dem Sinne für die Menschen, die dort einbezogen waren. Und genau der Fehler der attischen Demokratie war, dass sie nicht alle Menschen einbezogen hat. Also wenn wir heute keinen Faschismus mehr wollen, müssen wir eine Demokratie bauen, die tatsächlich am Ende alle Menschen einbezieht und die das erklärte Ziel hat, das zu tun. Die also immer neue Varianten des demokratischen Losverfahrens aufsetzt und dort immer noch mehr Menschen einbezieht, bis wir irgendwann einen globalen demokratischen Weltstaat haben. Das ist aus meiner Sicht das einzige Mittel, was wirklich wirkt gegen Faschismus, weil ansonsten wir immer Staatsformen bekommen, die latente Ungleichheiten aufmachen zwischen den Menschen, die mindestens, manchmal auch offene, aber mindestens eben die Variante, dass manche Menschen einfach deutlich mehr politischen Einfluss haben als andere. Und das arbeitet einfach dem Faschismus vor, weil er performativ ausdrückt, manche Menschen sind wertvoller als andere, haben mehr zu sagen, haben mehr Einfluss auf den Staat. Naja, und da darf man sich dann nicht wundern, was dann immer wieder passiert. Ja, wenn man diese Grundtendenzen grundlegt und institutionell verfassungsmäßig duldet, also Aussagen, die auf der psychologischen, sozialdynamischen Menschenebene uns Menschen signalisieren, manche Menschen sind eben wertvoller als andere, dann kommt nicht ein Mindset heraus, eine Gesinnung heraus, ein Konsens heraus, wo die Menschen spüren und merken, wir sind wirklich alle gleich viel wert. Das also kann man institutionell so oder so bauen, man kann so oder so herstellen, einen Grundkonsens in der Bürgerschaft, aber der Grundunterschied ist, ob wir der Meinung sind, alle Menschen sind gleich wertvoll oder manche von uns sind wertvoller als andere. Und dass das dann in eine Blutlogik kippt, oder kippen kann, ist nicht sonderlich überraschend zwischen uns Menschen. Davon müssen wir immer ausgehen, dass politische Ungleichheit, ich rede nicht von privater Ungleichheit, politische Ungleichheit, verfassungsmäßige Ungleichheit, die durch Institutionen, die so gebaut sind, dass Ungleichheit entsteht und entstehen muss, dass dort faschistische Tendenzen entstehen, sollte niemanden überraschen, der, wie ich, annimmt, dass der Grundsatz des Faschismus schlicht und einfach der Satz ist, manche Menschen sind wertvoller als andere und das aber einfach eben anders als die Aristokratie im engeren Sinne großflächig ausspielt, um einen sehr merkwürdigen Staatskonsens herzustellen in einer Bevölkerung. Ne? Und ja, also wer das nicht will, muss echter Demokrat werden und muss ein bisschen freundlicher gegenüber dem demokratischen Losverfahren sein, weil allein dieses demokratische Losverfahren in der Lage ist, diese politische Gleichheit zwischen uns herzustellen. Das sehen wir eben auch im antiken Athen, dass genau das gemacht hat mit den kleisthenischen Reformen, dass das A funktioniert und dass das B eben dieses Gleichheitsgefühl, Gleichwertigkeitsgefühl zwischen den Bürgern herstellt. Wobei die Unterschiede erhalten bleiben. Im antiken Athen gab es weiterhin Unterschiede auch innerhalb der Bürgerschaft. Leute aus unterschiedlichen Regionen Attikas, Leute unterschiedlicher Abkunft. Ja. Das gab es, aber trotzdem hat das Politische dort eben Gleichwertigkeit hergestellt, sodass die athenischen Bürger das Gefühl hatten, wir sind alle eben Freie und Gleiche. Keiner von uns ist qua Bürger wertvoller als ein anderer. Und das haben wir in der Moderne einfach immer noch nicht hingekriegt. In der Moderne haben wir immer noch Formen, die Ungleichheit generieren und nicht politische Gleichheit, weil wir einfach darauf verzichten, das demokratische Losverfahren großflächig, regulär, verfassungsmäßig anzuwenden. Und da müssen wir dringend hin, wenn wir keinen Faschismus mehr wollen. Und ich bin voll dabei. Ich kann mich auch outen. Warum bin ich voll dabei? Ich bin extrem fragwürdiger Abkunft. Also aus faschistischer Hinsicht werde ich immer wertloses Leben sein, aber aufgrund der vielen sehr heterogenen Einflüsse, die ich habe genetisch. Also wo meine Vorfahren herkommen, das sind unterschiedlichste Ecken und Enden. Ja, das sieht man mir nicht unbedingt an, ist aber so. Und bedeutet also, für mich ist faschistisch nicht wirklich viel zu holen. Ich
ich kann da keinen Stich machen. Ja, ich bin da immer auf der Verliererseite und dann kommt noch meine sehr merkwürdige sexuelle Identität dazu. Dann kommt noch dazu, dass ich ein komischer Intellektueller bin und dass ich auch noch Philosoph bin. Das ist eh schon eine bedrohte Art per se. Zumindest wenn du als Philosoph deinen Job machst, musst du immer damit rechnen, dass du dich unbeliebt machst. Also ich habe so viele fragwürdige Eigenschaften. Dann habe ich noch diverse psychische Krankheiten. Ja, also auch das, jede einzelne von diesen Sachen. Ja, dann habe ich schwere Behinderung. Ich bin extrem kurzsichtig. Also wenn du meine Brille wegnimmst, bin ich nahezu lebensunfähig. Also alles faschistisch, irgendwie sehr fragwürdig. Also da mache ich echt keine Figur. Also für mich gibt es mit Faschismus nichts zu holen. Ich kann da immer nur verlieren. Und naja, wahrscheinlich ist das ein triftiger Mitgrund, warum ich persönlich überzeugter Demokrat bin, weil das ist die einzige Art, wie ich ein halbwegs unbedrohtes Leben führen kann, indem ich mich gleichwertig fühle mit meinen lieben Mitmenschen. Das Angebot, was ich machen kann, ist, dann fühlen sich eben alle gleichwertig. Und ich glaube, dass sich das für uns Menschen deutlich besser anfühlt als eine Gesellschaft, die massive politische Ungleichheit zulässt oder sogar idealisiert. In so einer Gesellschaft, so ist zumindest meine Annahme, meine These, fühlen sich am Ende alle Menschen gleichermaßen unwohl. Sie läuft hinaus auf eine Diktaturtyrannei, in der es am Ende keinem einzigen Menschen schlecht geht. Nicht einmal den sehr merkwürdigen Menschen, die dann an der Spitze sind. Auch denen geht es am Ende schlecht. Das ist meine Annahme und ja, wie auch immer. Könnt ihr teilen, könnt ihr nicht teilen. Für mich ist die stimmig und für mich ist es im Grunde die kürzeste und stimmigste Art, Faschismus zu begreifen und auch zu verstehen, warum wir heute dringend eine echte Demokratie brauchen. Ceterum censeo, Demokratiam esse sotiendam.